kannst du auch nicht. Ich meine, wir haben echt schon zwei Sanitätsstationen. Gott. Du hörst nichts, ne? Dieses Gejaule da gerade, wenn du auf eine Sanitätsstation klickst. Alter. Ja! Ja, ja. Perfekt. So, können wir jetzt Speer oder sowas? Mehr Speer? Kann ich nicht. Ach so, vielleicht müssen wir gleich auf die Signalstation. Ich glaube, ich muss das erst machen, steigern. Ja, aber wir haben ja noch keine. Also, wir haben ja im Prinzip noch keine. Warte, warte, bevor du das jetzt machst, lass uns lieber Rohstoff oder sowas machen. Dass wir. Was haben wir da? Stahlwerk, ja. Kohlegenerator. Was macht der Kohlegenerator? Ermöglicht den Bau von Kohlegeneratoren. Pumpt mit hohem Druck Wasser in die unterirdischen Kohlevorkommen. Wer stehen? Ja. Aber ist das. Nee, für Kohleabbau müssen wir einen Reiter aus. Das ist nämlich in der nächsten Reihe. Da ist das. Das ist der ja. Hier. Ja, aber ist das nicht auch geil? Was ist denn, ne? 560 Kohle? Pro Standardarbeitstag? Genug für zwei. Was macht der denn? Kohlegenerator pumpt mit hohem Druck Wasser in die unterirdischen Kohlevorkommen und wäscht den wertvollen Rohstoff an die Oberfläche. Aber wo setzt du den denn dann hin? Das ist wichtig. Ja, mach einfach mal. Würdest du machen, ja. Wir gucken mal, also ich finde das erstmal ganz gut. Geh mal, auf den Signalturm, genau. Auf den. Ah, da, guck mal. Wir brauchen 5 Arbeiter. Arbeiter und 40. Ja, dann zieh überall bei unseren Arbeitsstellen überall einen ab. Dann hast du ja 5. Ich will nicht Helen, ich will. Alter. Junge! Helen, Mann. Oh, 1. Ich mache sogar 2, das waren ja relativ viele. So beim Sägewerk vielleicht auch nochmal. Nochmal Holz haben wir aktuell ja echt gut. Nochmal 2. Ey, hier ist es langsam sogar so, dass wir keinen Platz mehr haben zum Lagern von der Kohle, ne? Ja, dann, aber dann hau den Generator wieder an. Geschichte. Ja, lieber zu viel als zu wenig. Ja. So, wie viel fehlen jetzt noch? Wir müssen jetzt 4 haben, einen müsstest du noch irgendwo abziehen. Irgendein Kohlehaufen soll wieder erschöpfen, ist egal. Was? Kinderbetreuung gesichert, Hoffnung steigt. Junge, Alter, wir sind mega geil, finde ich. Also jetzt ohne Flachs. Ja. Und unseren Thron aus den Leichen, aus dieser einen Leiche, die wir bisher haben. Neues Spielerteam erstellen. So, und jetzt kannst du ja dahin schicken, genau. Zack. Ja, wie warten? Hinter! Ach so, auf den Pfeil drücken. Ach da. 11 Stunden bis Ankunft. Ist in Ordnung. Geht dahin, ihr faulen, faulen Schweine. Oh. Wir müssen gleich. Wenn wir gleich einen Cut machen, dann muss ich hier noch ein, zwei Sachen zeigen. Dann können wir aufhören für diese Woche. Sehr, sehr gerne. So. Was können wir jetzt noch irgendwie Produktives gerade machen? Machen wir mal ein bisschen schneller. Haben wir noch irgendwelche Gebäude, die wir bauen können, die wir noch nicht gebaut haben und vielleicht brauchen? So. Zelte, Kinderheim, gut. Gesundheit, gut. Haben wir Nahrungsmittel, haben wir auch. Rohstoffe, Sammelstelle, was ist denn Rohstoff? Ach so, wir sollten vielleicht Rohstoffdepot bauen. Also das haben wir ja. Erweitert die Lagerkapazitäten, weil wir haben, ne, Kohle, unser Lager ist fast voll. Ja, aber es geht jetzt wieder runter, ne, wo wir das Ding gemacht haben. Also ich glaube. Oh, wir haben ein Dilemma. Wenn es jetzt nochmal schlimmer wird, okay, aber so erstmal nicht. Erste Amputation, oh. Schon zu arbeiten. Ja, gut. Nein, wir müssen ein Pflegeheim bauen. Ach, Mann. Dann ist es, ganz ehrlich, um dich von diesen 34.000 Stundenschichten wegzunehmen, sagst du, oh nein, mein kleiner Zeh, ne, Frostbeule, zack, Zeh ab, geil, ich bin behindert. Ich will nicht mehr arbeiten. Ja. Okay, das heißt, wir warten jetzt mal 9 Stunden, bis wir das Gesetz machen können. Bauen das Ding. Aber ja, du hast recht, das System wird sicherlich abused. Verdammt, Schmarotzer! Ach, Mann. Sind sie. Wobei ich da einen sehr positiven Satz gelesen habe, die essen nur die Hälfte. Oh nein, mir fehlt ein Bein, deswegen esse ich jetzt weniger, was? Die Hälfte. Das macht ja null. Ja, egal, ich sag, nee. Hannes, die Hälfte. Die Hälfte. Mir fehlt ein Arm. Ja gut, wenn dir ein Arm fehlt, ne, kannst du halb so wenig essen. Was ich auch mega geil fand, ist, hier hat sich noch keiner beschwert, dass ein Heizkörper nicht an ist. Kinder sind scheinbar wesentlich härter im Dings. Und wir müssen ja auch keinen reinstellen oder so. Weißt du, die kriegen das Nonplusultra-Haus, weißt du, dahingestellt. Und da passt nicht mal jemand auf. Ist so. Arrogante Drecksäcke.
Die auch schön nachts unterwegs. Ja. Was ist das eigentlich? Was ist eigentlich mit unserer Essenshütte? Warum müssen wir noch eine Jägerhütte bauen? Also das ist bei null, Runa. Ja, eben. Ne? Also vielleicht machen wir das einfach mal. Weil ich sehe die ganze Zeit diesen roten Kreis und es geht mir auf den Sack. Das stimmt allerdings. Auch wieder hier, damit die den gleichen Weg gehen? Oder ich würde nee, würd den das da... du hast ja den Weg, der zum Sägewerk geht. Da würde ich das dran bauen. Ja. Ja. Check. Wenn die jetzt gleich von der Jägerhütte ganz nach unten zu uns laufen, ne, dann drehe ich aber durch. Oh nein, Überlebende. Wie wollen? Oh, wir brauchen mehr Wohnungen. Wie rede ich die jetzt? Ja, ist egal. Wir haben erstmal mehr Arbeitskräfte. Das finde ich auch gut. Glückliches Wiedersehen. Statt Eskul. Speer setzen sich geschwind in Bewegung. Was ist das andere? Da könnte sein, dass nicht alle ankommen. Ja, dann geleitet, die kommen ja eh zurück, also kannst du eskortieren. 22 Arbeiter, das heißt, wir brauchen wieder Zelte. Wir brauchen. Das Ding ist. Und der Ring ist schon erschöpft. Richtig, das heißt, wir müssen jetzt als nächstes erforschen, dass der Ring quasi erweitert wird. Mir ist kalt. Ja, ich würde da einfach genau neben das Kinderheim. Weitere High Society Wohnungen bauen. Mir ist kalt. Minus 30 Grad. Ich friere mir hier den Arsch ab. Meine Kinder haben Hunger. Ich bin krank. Mir fehlt ein Arm. Weißt du, immer diese First World Problems. Es gibt Leute, die laufen da draußen im Schnee rum und müssen andere da eskortieren. Guck mal, Obidian hat gesagt, wir machen unsere Sache gut. Gib dem Mann eine Gehaltserhöhung. Gehalt? Was ist das? Sagen, die kriegen ja nicht mal Gehalt, weißt du? Die arbeiten halt einfach, damit sie nicht draufgehen. So, ja. So ist vernünftig. Pflegeheim, ey. Bestattungszeremonie, my ass, Alter. Weißt du, dann brauchen wir noch Pfaffen, der dann einmal alle 390 Tage arbeitet. Pass auf, dann wollen die noch Feiertage oder den Feiertagen wollen die auch noch frei haben. So, langsam eskaliert das hier. Gefällt mir nicht. Ist das Gesundheit? Ja, mega. Ich würde das da zwischen die zwei Dinge bauen. Zwischen die zwei Sanitätshäuser. Einfach. Nee. Da, nein. Weiter. Ja, dahin. Grenzt nicht an Straße an. Musst also eine Straße bauen. Denk dran. Ja. Genau, von da nach da. Sehr gut. Wir haben gelernt bis zum Kern. Richtig. Oh, aber immer noch 19 krank, das geht mir so ein bisschen auf den Sack, ey. Wie können wir das denn ändern? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Sanitätsstation irgendwie nicht arbeitet. Nö, also dann hätten wir ja so ein Dings. Aber es wird. Hier steht, ja gut, hier ist Effizienz 0, das stimmt. Geschlossen zu dieser Tageszeit. Und die warum nicht? Ach nee, es war Jagdhütte, entschuldige. Was für den? Die hat nur 33%. Ja, wir haben auch niemanden mehr. Aber wir kriegen ja gleich wieder Leute. Nee, das ist das Problem, ja. Wie lange dauert unsere Forschung noch? Kannst du mal rüber hovern? 49% erst. Wir mal wieder schneller. Ja. Da kommen wir. Jetzt haben wir nämlich nur noch in Anführungsstrichen bei 600 ja. Kohle. Unser Kohlevorkommen ist, glaube ich, oben auch erschöpft. Ne? Die haben da, glaube ich, fast nichts mehr. Ja, dann wird's Zeit, ey. Ja. Aber ja, du hast recht. Speer. Sehr gut. Oder sie zurück ins Frostland schicken. Nee, wir lösen die, glaube ich, erstmal auf, oder? Ja, wobei, wir haben ja jetzt super viele neue, also... Ja, also wir können erstmal Zelte bauen. Müssen. Ja, bauen. Aber nicht viele. Wir haben ja eins schon in Auftrag gegeben. Und wir haben, glaube ich, 20 Leute gekriegt. 24. Das heißt, wir müssen noch zwei Zelte bauen. Die kannst du ja eben schneller hinklatschen. Das dauert ja nicht lange. Ja. So, einmal... Und zweimal. Genau. Dann ziehst du da genau die Straßen. Ja. Mit Glück sind dadurch beide gleich. Ja, aber du hast sie nicht zum Kern gezogen. Achso, ja, mach ich gleich nochmal. Okay. Schalter des Todes. Keine Amputation. Er schreibt wie am Spieß, möchte nicht, dass jemand sein Bein anfasst. An seinen Gangren sterben. Lass ihn in Frieden. Lass ihn in Frieden. Ja, nützt nichts. Also Straße befindet sich im Bau. Okay, warte erstmal. Ja, gut. So, Dingens ist gleich... Ja, 24 Uhr los, Dingens ist gleich fertig.
entsprechend gehalten, Pflegeheim, ja. Müssen wir da jemanden reinsetzen? Oh, ist die gut, ey. Wo steht das Ding? Ja. Was ist das? Müssen wir nicht, perfekt. Ja, super. So. Kohlegenerator ist erforscht. Und dann können... Wollen wir dann gleich einen irgendwie hinbauen? Ja. Oh, sind das die neuen? Das könnten die neuen sein. Ja, der hat kein Zuhause, also sind das die neuen. Bauen wir dir gerade, Brudi. Bauen wir die Straße doch immer mal durchziehen. Ja, muss ich. Und dann würde ich bei der Werkstatt sagen, genau, und dann auf Heizung. Und dann, dass wir den... Naja, wir brauchen den zweiten Ring irgendwie, ne? Das da hier? Muss ich gehen wir auf Dampfdingens, was ist das? Wenn der Generator angetrieben wird, erzeugt diese Vorrichtung kleinere Wärmezonen, die sich aktivieren. Ein Kron. Das ist wahrscheinlich, um halt weiter weg des Zeugs noch hinzubringen oder so. Ja, wo kriegen wir denn den zweiten Ring? Das da schätze ich, Generatorreichweite. Achso, ja, gut, oder? Stimmt. Ja, dann müssen wir aber erst genau das einmal scalen. Mensch, zum Glück hatten wir viel Holz, ey. Das hat uns gerade echt den Arsch gerettet. Und hier, ihr könnt dann mal wieder ein bisschen mehr machen. Jetzt haben wir ja wieder Arbeiter. Da kannst du auch mehr in die Jagdhütte packen. Oh, da wird. Ist noch 230. Da solltest du auch mal. Oder nee, bei dem Kohlevorkommen würde ich erstmal lassen, weil wir haben kein Problem mit Kohle gerade. Ja, es geht runter. Also ich habe ja nur 5 gemacht. Guck mal, wir haben ja noch 12 verfügbar. So, die Jagdhütte, die war komplett. Richtig. Die andere Jagdhütte oben beim Sägewerk ist noch, da können noch welche hin. Jetzt werden wir ja auch mehr Nahrung brauchen. Richtig. Machen wir uns nichts vor. Schmerzvoller Tod. Das ist seine Gangrene. Das war seine eigene Wahl. Ja, ist nun mal so. Hoffnung sinkt gleich, Unzufriedenheit. Die haben so super viele. Aber wie sind wir beide eigentlich gut? War halt seine eigene Wahl, ist halt so. Nutzt nichts. Ist ja noch schöner, weißt du? Wir haben dem Penner halt echt seine Wahl gelassen, die er wollte. Und dann werden wir hier wieder als Böse. Kannst du die Zelte anklicken, die du jetzt gebaut hast außerhalb? Okay, da kannst du keinen Heizkörper reinstellen, okay. Warum wird das andere Zelt denn nicht gebaut oder fangen die jetzt erst an? Die Jollen. Weicheier. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, ja. Müsste jetzt losgehen? Jetzt geht's los. So, jetzt werden sie nämlich auch wieder hungrig, die Pferde, ne? Aber gar nicht so schlimm. Also wir hatten gerade 3 und sind direkt wieder auf. Ja gut, jetzt sind wir wieder auf 2 hoch. Auf 3. haben wir einen Pflegefall oder was ist das unter Hoffnung? Ich guck gleich. Ich mach hier nochmal ein bisschen was rein. So, wir haben keine Obdachlose. Ein amputiert. 10 in Behandlung, okay. Was denn jetzt schon wieder? Oh, noch mehr? Oh. Noch eine? Ja. Wir haben es ja. Ja, wir haben die Ingenieure schätzungsweise nicht. Also, außer wir haben jetzt ein paar dazu gekriegt. Wir müssen eigentlich ein, zwei dazu gekriegt haben. Könnt ihr nicht aufhören, krank zu werden? Scheiße nochmal. Die Dinger arbeiten mit... Oder wollen wir die anderen... nee, wir haben jetzt schon gesagt, wir bauen. Jetzt haben wir schon gesagt, wir machen eine neue. Das war eigentlich, glaube ich, doof. Aber ist egal, wir bauen erstmal eine. Ja. Wir erhöhen jetzt. Aber warum? Nee, die ist aber die ist nicht auf 100%. Ja. So, und da bei der anderen setzen wir gleich auch noch 5 rein. Wir haben nämlich nur 7 übrig. Perfekt. Ja, und dann passt das. Jesus fuckeroni, ey. Ich find's gut, dass die noch nicht rumheulen, dass denen zu kalt ist. Ja, also, noch nicht. Ja. Temperatur kühl. Hm. Gebäudeisolierung. Wie isolieren die denn Zelte? Ja, ist egal. Das ist so ein paar Decken, ne? Ist mir egal. Diese faulen Wichser von Jäger, anstatt diesen scheiß Weg zu benutzen, ne? Nö, wir nehmen hier. Guck dir das an. Wollen wir hier mal ein Sägewerk hinbauen? Ja, lass uns doch bitte ein Sägewerk hinbauen. Ah ne, wir wollten auch noch dieses Kohle-Ding da bauen. Wo können wir das denn jetzt hinbauen? Ach ja, apropos hier. Gefühl überall hin. Was sind denn diese, was jetzt genau da vorne ist? Was ist das eigentlich? Wofür ist das? Oder sind die für spezielle Gebäude oder was? Holz? Wahrscheinlich. Okay. Ich glaube, hier bräuchten wir richtig Skin so ein. Ja, dann baust du da hin. Halt. Ich habe zwar keine Ahnung, was das bringt, aber scheiß drauf. Jetzt mal hin da. Ja. Muss ja erstmal gebaut werden. So, was ist hier das Problem? Ach ja.
Junge. Ja, setz da gleich 5 rein, wir haben genug. Wollte ich ja, der Pop-Up-Bildschirm hat mich daran erinnert. Wenn ihr jetzt noch krank werdet, na, dann drehe ich aber hier durch. Nee, es ist gut runtergegangen. Wir waren gerade bei 15, jetzt sind es nur noch 10. Größeres Problem ist die Nahrung, da waren wir gerade bei 8 und bei 3. Du musst in das eine Sanitätshaus, musst du, glaube ich, noch einen Heizkörper stellen. Da arbeiten die noch. Machen wir gleich. Oh. Ja. Was ist da? Ja, nö, wenn es noch geht, dann scheiß drauf. Weil wir vor allen Dingen hier, wie gesagt, es wird immer eher weniger als mehr. Wie sieht es mit unserem Kohlevorkommen ganz oben aus? Also, wie viel ist da noch? Heißt nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Aber wir haben ja jetzt das Ding gebaut. Also, wir gucken mal, was da dann so abgeht. Machen die hier eigentlich noch was weg? In Holzkisten? Jetzt gerade arbeiten sie nicht, weil es ja frei, aber da ist auch nicht mehr viel. Also, wir sollten unten bald das Sägewerk auf jeden Fall hinbauen. Ja. Guck mal, kostet nur 10 Holz. Ja, da. Nee, ich würde das schon, nach so vorne besser setzen, weil du dann mehr hast, genau da. So vielleicht, weil so machen wir auch das Holz am Dings nicht kaputt, oder? Welches Holz? Wirklich so ich hart. Ich würde es da. Scheiß drauf. Weil er sagt ja auch, ne, dass wir dadurch halt ein bisschen was zerstören, aber du hast schon recht, scheiß drauf. Das ist, glaube ich, immer noch der geringere richtig Part. Du kannst das genau das mal besetzen. Boah, natürlich haben wir nicht genug Leute. Wir haben gerade so viel Zuwanderer gekriegt. Ja. Dann zieh doch bei dem Holzvorkommen, was fast weg ist. Da würde ich Leute abziehen. Ja, hier? Zieh da. Ne, du hast bei der Holzsammelstelle hast du 5 drinne und in dem Dingens hast du. Ne, warte, geh nochmal zur Holzdingens. Ja, du hast bei der Sammelstelle im Gebäude hast du jetzt noch 2 und du hast bei der Holzstelle noch 5. Ach da! Die kannst du da ja scheiß Ach, auf die. Da. Die gehen jetzt gerade ja, sowieso. Die kannst du komplett, die würde ich komplett abziehen. Weil die machen das ja, die sammeln da ja ein und dann rein da. Das nee, behalt die, weil du musst auch noch welche im Sägewerk haben gleich. Ja. Sehr gut, Paul. Das ist eine sehr, sehr gute Einstellung von dir, mein Freund. Weitermachen. Ja. Ansonsten hau ich hier vielleicht doch nochmal einen rein und dann den Rest hier. Richtig. Da ist doch ein Weg, benutzt den doch! Okay, aber das, zugegebenerweise ist es wirklich kürzer. Wenn du da stehst, ist das halt einfach kürzer als. Ich würde die trotzdem nehmen. Ist ja meine Arbeitszeit, ne? So, Speisehaus. Warum hat das nur so eine geringe Effizienz? Weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Oh, ist schon fertig, das Sägewerk. Wow, das ging schnell. Reißbretter erforscht, das ging auch schnell. So, dann können wir die nächste Dampfstufe aktivieren. Also, oder beziehungsweise erforschen. Forschen. Diesen hier. Ja, wir brauchen. Was ist Generatorleistung 1? Wahrscheinlich mehr bei weniger, wa? Erhöhung der Temperaturen. Erhöhung der Temperatur. Achso, ja, nee, wir wollen erstmal nur das hier Ding. Weil ich glaube, Erhöhung der Temperatur ist erst wichtig, wenn es halt noch kälter wird. Minus 60. Okay, 30%, aber ja. So, was ist denn hier jetzt? Okay, 28 die Stunde. Das ist doch gut. So, jetzt haben wir auch schon das, wieder. Warte, das heißt, du brauchst mit dem Ding kein Kohlevorkommen. Sehe ich das jetzt richtig? Scheinbar. Das ist ja der übelste Cheat. Scheinbar. Also, solange hier jetzt noch kein Haken irgendwie dann ist auf einmal. Oder er lädt jetzt, wie viel du da rausschürfen kannst, aber. Das stimmt, hier ist irgendwie so ein Dings. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Wir müssen das mal so ein bisschen beobachten hier. Weil es steht vor allen Dingen halt auch nur, der wird Kohlehaufen produzieren. Das heißt, aber, ach so, das sind die. Ah, und die kannst du dann abbauen lassen. Das sind die Kohlehaufen. Alles klar. Okay. Aber das ist ja trotzdem mega gut. Ich finde das auch mega. Komm, wir nehmen mal 2 hier weg. Kannst du 2 dahin schicken. 2 dahin. So kriegst du Kohle. Ja, wollen wir hier jetzt noch. Ach nee. Irgend so ein Gebäude hätte ich gesagt bauen, aber. Es sind halt auch noch 1000 Holz, Alter. Wir schicken nicht da. Jesus. Kann es sein, dass nur Frauen bisher gestorben sind? Habe ich das richtig gesehen? Ach, 1000.
Rhoda und Alva. So ist es. Gut in Frieden. Ich hab nichts von der Beerdigung mitbekommen, also sehr gut. Wir haben trotzdem weiter gearbeitet. Aber das mit der Nahrung nervt mich jetzt. Das check ich noch nicht. Keine Zeremonie. Du kannst. Oh mein Gott, unsere Speer! Die warten die ganze Zeit, die müssen wir auch wieder losschicken. Oh nein, das ist nicht gut. Robuster Schutzraum? Robuster Schutzraum klingt viel zu gut. Dauert 22 Stunden, die sind ja nicht mal einen Tag unterwegs. Ich schick die da hin. Das ist ja amazing. Gut, das ist ja aufgefallen. Es ich hab da gerade so hingeguckt, da steht, warte. Oh, null. Arbeitet. Das geht ich verstehe das aber auch nicht. Benötigt immer noch Rohnahrung, aber wir haben doch so viele. Guck mal, wir haben hier 15 ist nicht, drin. Warum ist da denn so ein was heißt das denn? Ja, wir werden aufbrechen, aber es muss doch eine effektivere Methode zum Hunten geben. Wir haben ja schon Hunten geskillt, dass sie bessere Ausrüstung kriegen. Haben wir. Also aktuell hat sich so ein bisschen eingependelt, ne? Es wird nicht mehr und so. Das ist. Aber trotzdem gefällt es mir nicht. Weil wir da ein Haus rumstehen haben, was basically nichts bringt. Gerade. Ja, also gefühlt bräuchte man nochmal eine dritte Jagdhütte, damit die genug haben, um. Weil die Arbeiter, die da jetzt drin sind, die bringen uns auch nichts, weil die arbeiten nicht. Den besten Job der Welt. Eigentlich sind sogar zwei Ingenieure drin. Was bedeutet eigentlich das Plus auf dem Sägewerk und also was? Was heißt das eigentlich? Okay, ja gut. Aber gut zu wissen, ja, hier irgendwie auch. Das ist natürlich geil, ne? Wenn eine scheiß Sanitätsstation einer fehlt, weil er krank ist. Ich hoffe, der ist in eins der anderen Zähne gegangen, um krank zu machen. Das hoffe ich aber auch für ihn. Ganz baden Hals haben, ey. Lappen, ey. So, wie sieht's mit dem Kohlevorkommen da oben aus? Gleich. Gucken wir gleich. Kalte Unterkünfte. Wir beheizen bald alle und wir beheizen gleich alle Unterkünfte. Wir können gleich den Ring 2 anmachen. Okay. Wir versuchen. Weil die sind ja am Forschen gerade dafür. Stimmt. Ich hoffe, dass das dann nicht super rapide runtergeht, aber gut. Hier haben 48. Wir noch 48, also basically aber quasi gar nichts. Aber zieh mal die fünfte ab und setz sie in die Sammelhütte. Weil ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es ineffektiv ist, weil du hast 5, die zum Kohletypen latschen. Da kannst du lieber die in die Sammelhütte packen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich pack mal hier 3 rein. Jetzt haben wir noch ein bisschen was übrig. Stimmt, da in den Kohlehaufen da, ja. Ich würde das zum Schürfen, also den genau da würde ich die hinpacken. Die das abbauen. Fühlt sich auch besser an. Weil das andere ist, glaube ich, doppelt gemoppelt. Kannst du haben, ja. So, das gefällt mir auch, dass es jetzt irgendwie nur noch 5 sind. Also es geht wohl doch ein bisschen runter. Unterkünften sicher, 0 von 3. Ja, das sind die 3 außerhalb. Die 3, die wir neu gebaut haben, sind das. Okay, macht Sinn. Aber da die Werkstattleute gerade nicht arbeiten, obwohl du könntest sie zur 24-Stunden-Schicht verdonnern mal eben. Ja. Die Boys? Naja, wir sind eh schon besser. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit für Ding jetzt, ne? Du siehst ja die Zeit, die da abläuft, der Balken. Das ist nicht mehr so viel. Ja, okay. Unzufriedenheit steigt. Es ist ja auch nur einmal, danach ist es wieder weg. Ja, das stimmt. Jetzt zack, alle krank. Ja, sieht auch schon wieder, also alles gut. Ist einer weniger krank. Siehst du, zack. Und werf den Generator an. Ja, hast du schon, automatisch. Ah, okay. Wie viel? Ich glaube, wir verbrauchen dadurch mehr. Haben wir da mal rüber? Stimmt. So, jetzt ist aber auch gut. Haben wir mal über den Generator. Und jetzt gehen wir auf den Bereich Preiseinstellung. Dadurch brauchen wir nicht mehr. Weil wir die Heizstufe nicht erhöht haben. Okay. Das ist ja easy. Das finde ich jetzt gerade geil.